Hi meine Hübschen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem sehr persönlichen und doch ganz tollen neuen Tag. Ich wurde nämlich gefragt von der Young Inspiring. Das ist eine super, super süße und glaube viele von euch, also viele von meinen Zuschauern kennen die wahrscheinlich auch schon, hat diesen Tag neu erfunden und der heißt der Zeitentag, wenn ich mich recht jetzt erinnere. Ja, ich habe recht, der Zeitentag heißt er. Ich finde diesen Tag total interessant und er ist auch wirklich, wie ich schon erwähnt habe, sehr persönlich. Und ich habe mir schon versucht, über einige Fragen ein paar Gedanken zu machen. Es geht um die Vergangenheit, um die Gegenwart und um die Zukunft. Und dort sind dann einige Fragen dementsprechend zustande gekommen bei ihr, die sie wohl sehr interessiert und auch selber bestimmt beschäftigt hat. Und ich finde ihren Tag sehr, sehr toll, wie sie den umgesetzt hat, ihre eigenen Fragen sehr spontan beantwortet hat. Und das wird bei mir genauso sein. Also ich werde jetzt im Prinzip auch sehr spontan antworten und mal gucken, ob ich auch eine angenehme Antwort für mich finde zu einigen Fragen. Denn so einige Fragen habe ich mir, wie gesagt, schon durchgelesen und mir unter der Dusche, bevor ich mich dann hier für dieses Video zurechtgemacht habe, Gedanken gemacht. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Also ich finde es total klasse, dass sie sich was ganz Eigenes ausgesucht hat und ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Ich habe hier mein Handy, hier sind die Fragen und dementsprechend werde ich mich jetzt daran orientieren. Ich fange jetzt mit der Vergangenheit an. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass es jeweils zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 5 Fragen gibt. Und ja, dementsprechend lautet jetzt die erste Frage zur Vergangenheit: Bereust du etwas? Ich würde nicht direkt sagen bereuen, denn ich sage mir immer wieder, du hast es damals genossen, was passiert ist und in der Zeit, wie du damals gehandelt hast. Und deswegen würde ich jetzt ungern sagen, ich bereue etwas, was ich früher getan habe. Aber es gibt trotzdem Momente, wo ich mir sage, jetzt zu dieser Zeit, also in der Zukunft, würde ich etwas anders tun. Aber ich glaube, das geht jedem so. Also ich glaube, jeder würde aus seinen Fehlern lernen. Und bei mir zum Beispiel gibt es auch viele Momente in der Liebe oder auch in der Freundschaft, wo ich einfach falsch gehandelt habe. Ich habe Menschen wehgetan, einfach um mich selber zu schützen, was ich damals, glaube ich, sehr gut empfand, weil ich mich sehr geschlossen habe allen anderen gegenüber und habe mich sehr verkrochen, wenn ich Probleme hatte. Und ich bin jetzt einfach erwachsener geworden, wo ich mir einfach sagen kann, du weißt, wofür deine Freunde da sind. Und das waren sie schon immer. Und sprech mit ihnen, wenn du Probleme hast. Und deswegen, ich habe mich da ganz, ganz dolle weiterentwickelt. Und dementsprechend habe ich damals einfach ganz anders gehandelt. Und deswegen würde ich das mir einfach wünschen. Ich hätte es früher von Anfang an so gemacht, um vielleicht einigen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich finde das immer doof zu sagen, ich bereue etwas ganz Bestimmtes, weil du hast es einfach in dem Moment genossen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie seine Momente, die er ändern würde und anders machen würde als früher. Nur man kann es nicht rückgängig machen. Es sollte wohl wahrscheinlich immer so gewesen sein. Deswegen finde ich es blöd, über die Vergangenheit schlecht zu reden. Bei mir gab es keine bestimmten Momente. Jeder hatte Liebeskummer gehabt und im Nachhinein sage ich mir auch zum Beispiel, bei einigen Personen, auch wenn die mir jahrelang wirklich sehr wichtig gewesen sind und auch ein Teil meines Lebens waren, hätte ich damit einfach früher abschließen müssen, weil man macht sich einfach selber fertig und das Leben ist einfach viel zu kurz, um jemandem oder irgendetwas nachzutrauern. Man muss einfach nach vorne blicken und ich glaube, das hätte ich mir auch schon viel früher sagen sollen. Und ich habe daraus gelernt und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden und deswegen, es gibt für mich nichts Richtiges, was ich unbedingt bereue. Zweitens, nenne dein positivstes Erlebnis. Als Teenie, gebe ich jetzt mal zu, war ich O-Town-Fan. Vielleicht kennt der eine oder andere noch diese Boygroup. Ich hatte viele Gruppen, Boygroups, die ich toll fand. Backstreet Boys oder auch die Kelly Family. Die Kelly Family. Aber O-Town war diese Band mit Backstreet Boys. Meine Generation so um die 23 bis 26 kennen ja, glaube ich, noch diese Phasen. Und ich hatte wirklich damals das Glück gehabt, dass ich bei beiden Bands, also bei O-Town und bei Backstreet Boys, aufs Konzert durfte. Und ich glaube, das Schönste war aber trotzdem O-Town, weil die waren nicht hier in der Nähe. Und da musste man schon eine Weile fahren und meine Eltern haben mir das erlaubt, mit meiner Freundin damals dort dieses Konzert besuchen zu dürfen. Und ich stand in der zweiten Reihe, bin allerdings leider umgefallen, in Ohnmacht gefallen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Wenn alle gleich groß sind und dementsprechend gleich schwitzen, dann habe ich irgendwie hyperventiliert und
habe mich freiwillig raustragen lassen, weil sonst hätte ich das nicht mehr überlebt. Aber das ist so wirklich das schönste Teenie-Erlebnis, was ich noch so in Erinnerung habe. Ansonsten gibt es das neueste Erlebnis, was auch schon mehr oder weniger wieder zur Vergangenheit gehört, weil es schon wieder 2 Monate alt ist. Das war, dass ich ein Wochenende in München verbringen durfte und ich bin ja großer Bayern München-Fan und meine Eltern haben mir zu Weihnachten ein ja, Wochenende in München geschenkt plus einem Spiel. Und da haben wir ja 7-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Und das war mein erstes Bayern-München-Spiel gewesen, was ich live gesehen habe. Und dann auch noch in der Allianz Arena. Zähle ich jetzt einfach mal mit zur Vergangenheit. Und ja, deswegen sind das halt meine schönsten Erlebnisse. Also deswegen habe ich 2 jetzt einfach mal genannt. So, drittens, stell dir vor, du könntest die Zeit zurückdrehen. Zu welchem Augenblick wäre es? Und aus welchem Grund? Tod, Liebe etc. Ich würde am liebsten eigentlich erstmal meine Oma erwähnen, weil ich damals 18 gewesen bin und noch keinen Führerschein hatte. Ich hatte meinen Führerschein angefangen zu machen und meine Oma lag im Krankenhaus und ist dann halt leider verstorben. Und ich hatte einfach nie richtig die Möglichkeit, sie öfters zu besuchen. Und das ist einfach so ein Moment, wo ich einfach nochmal gerne zurückgehen möchte, um ihr einfach zu sagen, wie sehr ich noch an sie denke und noch an ihr hänge, auch nach ganz vielen Jahren, jetzt nach 5, 6 Jahren oder so, sind 7, glaube ich, schon fast. Und dass sie mir sehr wichtig ist und dass ich das einfach ihr hätte noch mal öfter sagen sollen in der Zeit, wo es ihr nicht so gut ging und ich nicht die Möglichkeit hatte, sie besuchen zu können. Viertens, was ist dein schönster Ausflug oder Urlaub? Ja, dazu zähle ich auch, wie gesagt, mein Bayern München Spiel beziehungsweise mein allgemeines München Wochenende und meinen schönsten Urlaub hatte ich. Auch schon ein paar Jahre her, wo ich wirklich immer ganz viele tolle Mädels kennengelernt habe. Auf Lanzarote war das gewesen. Da haben wir uns dann immer wieder verabredet, immer alle Jahre wieder. Und das war wirklich immer ganz, ganz toll. Und mein Urlaub auf dem Bauernhof. Da bin ich 11 Jahre lang hingefahren, an die See, an die Nordsee. Und das waren wirklich auch ganz schöne Urlaube gewesen. Also es gab keinen speziellen. Das sind einfach, ja, wunderschöne Urlaube in den letzten Jahren gewesen. Also deswegen verallgemeine ich das jetzt einfach mal. So, was haben wir dann? Fünftens, das ist die letzte Frage zu der Vergangenheit. Gibt es etwas, was du früher gehasst hast und heute nicht mehr? Essen, Hobby, Insekten zum Beispiel, hat sie eingeklammert. Gibt es da etwas, was ich früher gehasst habe? Ich hasse eigentlich immer noch dasselbe. Also wobei ich sagen muss, früher hat mich als Mädchen, als kleineres Mädchen Fußball nicht so interessiert. Ich hatte zwar schon immer meine FC Bayern Bettwäsche und Kissen und so, aber so wirklich, ich weiß nicht, so da waren Barbies und Puppen mir wesentlich wichtiger gewesen. Aber ich würde jetzt sagen, nicht hassen. Also ich fand es immer öde, einfach immer auf den Fernseher zu starren und so einen blöden Ball hin und her zu schauen, ob der jetzt ins Tor fällt. Also das war früher so etwas, was ich nicht gucken wollte, was für mich nicht interessant war. Und wiederum hat sich das jetzt geändert, weil ich wirklich enorm fußballsüchtig geworden bin in den ganzen letzten Jahren. Und deswegen, aber gehasst habe ich es jetzt nicht wirklich. Aber ich zähle das jetzt einfach mal dazu, weil ich jetzt ansonsten Insekten, ich hasse Spinnen, ich hasse alles, was krabbelt und klein ist und alles eklig, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich von spreche. Und ansonsten Essen bin ich auch immer noch, ja, immer noch also ich esse immer noch dasselbe, so wie ich das früher auch gemacht habe. Wobei ich sagen muss, ich bin schon etwas offener geworden und ich probiere schon einige Dinge, aber ich bin trotzdem immer noch sehr wählerisch. Kommen wir jetzt zur Gegenwart. Die erste Frage lautet: Bist du glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich. Also, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich hab meinen Traummann gefunden, wobei der schon immer vor mir war. 14 Jahre lang lief er mehr oder weniger an meiner Seite irgendwo lang und jetzt sind wir endlich zusammen und das schon glücklich über 1,5 Jahre. Das ist ganz toll und auch ansonsten bin ich super, super glücklich. Ich habe ganz tolle Freundin, einen super tollen Job, ein ganz tolles Auto, wirklich. Und ich habe ein schönes Hobby gefunden und das nennt sich YouTube. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und ich liebe meine Familie, ich liebe meine Katze, ich liebe meinen Freund. Ja, ich liebe einfach momentan mein Leben.
Siebtens, hast du etwas verwirklicht, was du dir mal vorgenommen hast? Ja, und das habe ich. Ich habe mir eine Katze angeschafft. Ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ich habe sie sehr gut abgeschlossen. Ich habe einen ganz tollen Job gefunden, wo ich mich wirklich ganz toll wohlfühle. Sogar hier in meinem Ort, was ich mir auch mal vorgenommen hatte, wo ich mir dachte, das ist nie zu erreichen, aber das hat geklappt. Ich habe mir immer ein Audi gewünscht und ja, mein Erstwagen war leider ein Opel. Was heißt leider, aber ja, Opel ist halt Opel. Aber er hat mich von A nach B gebracht und das war halt ein Zweckauto und er hat seinen Zweck erfüllt. Und mein zweites Auto ist jetzt ein gutes Jahr alt und das ist ein Audi A1. Ein ganz tolles Auto und das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe und das natürlich dann auch dementsprechend Gott sei Dank in Erfüllung gegangen ist. Was ich mir auch sehr hart erarbeite, was alles mein eigenes Geld ist und deswegen, ja, bin ich ganz stolz darauf. Achtens, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mich jetzt am liebsten mit meinem Schatz auf die Malediven beamen und dort einfach mal so 1,5 Wochen oder 2 Wochen, je nachdem, für uns sein und endlich abschalten und einfach ja, das tolle Wetter genießen. Da hätte ich jetzt gerade einfach mal spontan Lust zu. Zehntens, würdest du etwas an dir ändern, wenn du. Ach Quatsch, bei 10 sind wir noch gar nicht. 9. 9 kommt erstmal. Neuntens, bist du jetzt gerade mit dir als Person zufrieden? Nicht ganz. Also ich bin dabei, wieder abzunehmen. Das hatte ich ja auch schon mal vorgehabt. Also beziehungsweise das hatte ich erwähnt in meinem Was wünschst du dir oder was sind deine Vorsätze für das Jahr 2012? Bin ich gut dran, auf mein Wunschgewicht zu kommen? Und ansonsten bin ich auch da dran, wie ihr sehen könnt, dass meine Haare wieder wachsen. Deswegen, das sind so kleine ja, zwei Dinge, sage ich mal, eigentlich eher mit meinen Haaren. Das mit dem Gewicht, das ist nicht ganz so schlimm. Ich bin ja wirklich eigentlich ganz normal gebaut, aber wie die Weiber halt so sind, ne, die spinnen mit ihrem Gewicht so ein bisschen rum. Aber ansonsten geht's. Also momentan die Länge ist in Ordnung, aber ich möchte sie wieder ganz, ganz lang haben. Deswegen sage ich, ansonsten bin ich mit meiner Optik zufrieden, wobei halt, wie gesagt, ein paar kleine Kiloleins könnten es weniger sein und meine Haare dürften ein wenig schneller wachsen. So, jetzt kommen wir aber zu zehntens. Würdest du etwas an dir ändern, wenn du könntest? Optik. Ja, würde ich gerne. Und zwar habe ich, das ist mir eigentlich mal total unangenehm, aber ich habe damals die Windpocken gehabt als kleines Mädchen und habe dementsprechend ganz, ganz viele Narben im Gesicht gehabt. Und eine Narbe ist übrig geblieben, die ist direkt auf der Nase und das ist wie so ein kleiner Hubbel. Und das ist immer sehr unangenehm, wenn du darauf angesprochen wirst, weil immer viele sagen, du hast einen Pickel auf der Nase, du hast eine Warze auf der Nase. Finde ich immer so ein bisschen ja, erniedrigend. Ich weiß ja, was es ist leider eine Narbe und sie ist dementsprechend ein bisschen hubbeliger. Und das ist etwas, was mich stört an meiner Nase, weil ich meine Nase ansonsten sehr, sehr niedlich finde. Und das wäre sowas, was ich vielleicht irgendwann mal in den Angriff nehmen würde, das einfach mal zu entfernen. Ansonsten würde ich nichts an mir ändern, weil ich mich einfach so nehme, wie ich bin. Und das sollte, glaube ich, jeder da draußen, jeder sollte sich da so nehmen und so toll finden mit dem, was er bekommen hat und das Beste draus machen und sich so schön finden, wie es nur möglich ist und das tue ich auch und man sollte sich nicht so sehr kritisch sehen. Jetzt kommen wir schon zu der Zukunft. Elftens, willst du mal Kinder? Wenn ja, wie viele? Ja, ich möchte definitiv Kinder haben und ich möchte am liebsten zwei haben, wobei ich auch schon mehr oder weniger durch so ein blödes Pendeln erfahren habe, dass ich zwei Jungs bekommen werde. Irgendwie glaube ich daran. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen für einige ein Lacher hier, was ich gerade von mir bringe. Aber ich glaube daran, weil ich das wirklich schon bei über 20 Leuten ausprobiert habe, mit einer Kette und einem Ring und mit der Handfläche. Und daraus kannst du dann pendeln mit dieser Kette und dem Ring über deine Handfläche. Ob du ein Mädchen oder ein Junge bekommst und wie viele und ob überhaupt. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also ich will das jetzt nicht erklären, aber das habe ich gemacht und bei allen ist das so entstanden, wie das auch dann passiert ist. Und es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ich habe das mit meinem Freund auch gemacht und er hat schon eine kleine Tochter. Und dementsprechend ist bei ihm auch das Mädchen und dann zwei Jungs entstanden. Also durch das Pendeln und ach, naja, mal gucken, mal gucken. Also
Laut diesem Pendeln würde ich auf jeden Fall meine zwei Kinder kriegen, aber es wären halt dann zwei Jungs. Ja, dann kommen wir zu 12. Willst du mal heiraten? Wenn ja, wie sieht deine Traumhochzeit aus? Also ich schweife ja total gerne mal in der Zukunft rum und ich bin ja auch eine, die super, super gerne schon alles so vorausplant. Und das ist einfach, ja, also definitiv, ich möchte heiraten und ich möchte auch natürlich meinen Freund, den ich jetzt habe, heiraten. Und ich weiß auch, dass er mir einen Antrag machen möchte. Wann weiß ich natürlich nicht, aber das kann ja auch noch ein bisschen warten. Aber wenn ich einen Heiratsantrag bekomme, dann definitiv, ja, dann soll definitiv, sagen wir es so, dann soll definitiv die Hochzeit in weiß sein. Am besten so weiß, rosa, pink gehalten. Am besten am Strand, dass ich dann den Altar am Strand habe, die Gäste neben mir sitzen auf weißen Stühlen, ich dann einen rosa Teppich entlang laufe, mein Freund dann vorne steht und auf mich wartet, der ein ganz, ganz tolles, langes Ballonkleid habe, also nennt man das Ballon, also was halt nach außen richtig schön breit geht. Und ja, das ist einfach so was, was ich mir dann vorstelle. Also pinke Blumen, pinke Accessoires. Dann eine tolle große Torte. Also es soll alles so pink-weiß, rosé gehalten sein. Und dann mit schöner Abendfeier, dass man dann irgendwo sich am Meer so eine Bühne aufbaut und dann dort seine Gäste hat und nur tolle Musik hat und tanzt und einfach Spaß zusammen hat. Also das ist wirklich ein bisschen hochgegriffen, aber so stelle ich mir das natürlich als Mädchen vor. So eine richtige Prinzessinnenhochzeit. 13. Möchtest du mal ein eigenes Haus besitzen oder würdest du auch eine Mietwohnung oder würde dir auch eine Mietwohnung reichen? Ich möchte definitiv ein eigenes Haus haben. Also es ist schon ein Wunsch, darauf ja, hinauszuarbeiten, sich irgendwann sein eigenes Reich aufzubauen und sich das so einzurichten, wie man das dann halt sich gerne vorstellt als Paar. Ja, dann kommen wir schon zur 14. Frage. Nenne drei wesentliche Punkte deiner Wunschzukunft. Gute Frage. So drei spontane Wunschpunkte. Also auf jeden Fall, dass mein Freund und ich zusammen alt werden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Meine Fragen sind weg. Also auf jeden Fall, dass mein Freund und ich zusammen alt werden, dass wir, wie gesagt, verheiratet sind. Das zählt jetzt alles mit zusammen. Also das mache ich jetzt nicht als Einzelpunkte. Dass wir einfach glücklich zusammenleben und ganz alt werden. Dann, dass ich meinen Job behalte, weil ich wirklich meinen Job sehr, sehr liebe, mit den Kindern zusammenzuarbeiten und auch dort in dieser Einrichtung. Den dritten Wunschpunkt würde ich einfach dazu zählen, dass ich mir wünsche, dass meine Familie ganz lange gesund bleibt, alle um mich herum, auch meine wichtigen Freunde, dass ja, alle lange und gesund leben und nichts Schlimmes passiert, dass ich wirklich jedem ganz viel Gesundheit wünsche. 15. und auch letzte Frage zur Zukunft. Denkst du, dass der Trend weiter zur virtuellen Welt tendiert oder dass der Trend wieder zurück zur realen Welt geht? Das war auch so eine Frage, wo ich gar nicht jetzt so wirklich weiß, was ich dazu sagen soll, weil ja, also ich ist schwierig, was dazu zu sagen. Denkst du, dass der Trend weiter zur virtuellen Welt tendiert? Also ich glaube schon, dass der Hype, was die virtuelle Welt angeht, momentan schon oder seit Jahren schon gewachsen ist. Und dass ich zum Beispiel auch mich durch diese virtuelle Welt glücklich schätzen kann, dass ich zum Beispiel meinen Freund wiedergefunden habe, weil man sich 2 Jahre lang nicht gesehen hat und auch keinen Kontakt hatte. Und durch Facebook ist man schlagartig wieder im Kontakt und dann hat es wieder Peng gemacht. Und das ist zum Beispiel was, was eigentlich, glaube ich, auch immer bestehen bleibt. Einfach diesen Kontakt zu Menschen, die man nicht mehr, ja, mit denen man keinen Kontakt mehr hatte, einfach wieder irgendwie versuchen aufzubauen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Wobei ich es aber, ja, es läuft doch trotzdem die reale Welt noch neben dieser virtuellen Welt her. Also jeder hat doch noch sein eigenes reales Leben. Und, ja, es ist wirklich schwierig, also wirklich jetzt die passenden Worte zu finden. Ohne virtuelle Welt kann man nicht mehr leben. Es ist einfach so, das wird auch, glaube ich, nicht mehr aufhören, weil dadurch hat sich die ganze
ja, Menschheit einfach weiterentwickelt und auch ja, virtuell einfach weiterentwickelt. Es gibt nicht mehr diese Briefkontakte. Manche machen das noch, wenn man das jetzt auf Kontakte bezieht. Aber es läuft schon vieles über das virtuelle Leben. Aber man sollte trotzdem nicht vergessen, dass man auch noch ein reales Leben hat, was wirklich auch Vorrang hat. Und ja, also einfach versuchen, den Gleichgewicht zu halten. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass dieser Trend, dass die virtuelle Welt die reale Welt irgendwie überspielt. Also das hoffe ich halt nicht. Ich hoffe, dass es immer noch ein gesundes Gleichgewicht gibt zwischen realer und virtuellen Welt. Das war's gewesen. Das war mein Zeitencheck gewesen. Ich hatte wirklich total den Spaß jetzt, wirklich 15 Fragen zu beantworten, die sehr persönlich waren, die mich jetzt auch gerade wirklich nochmal zum Nachdenken geregt haben. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, mal so einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart zu bekommen. Fand ich sehr toll. Ich fand es aber auch sehr persönlich. Aber ich habe damit eigentlich kein Problem gehabt, weil das sind eigentlich noch alles humane ja, Antworten gewesen, die ich ja parat hatte und die bei mir so passiert sind im Leben. Und ja, mal gucken, wenn ich alles tagge. Sie hat wirklich schon eine riesen Liste geführt, wer alles mitmachen soll. Vielleicht fallen mir auch noch ein paar ein. Und dann setze ich die einfach unten in die Infobox. Und ja, den Kanal von der Young Inspiring findet ihr natürlich auch in der Infobox. Dann könnt ihr mal vorbeischauen und sich ihren erfundenen Tag anschauen. Und ja, ich würde einfach sagen, macht's gut, meine Hübschen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Mua, dicken Kuss an euch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bye!